Hallo, toller Freunde. Heute basteln wir uns einen Federschmuck. Dazu braucht ihr die Federn, zwei Perlen, einen Filzstreifen, ein Spanngummi und diesen Schnürsenkel. Als erstes fädeln wir das Spanngummi und den Schnürsenkel durch das Filzstück. Wir fangen mit dem Schnürsenkel an. Einfach auf der einen Seite durch. Durchziehen und auf der anderen Seite durch. So, das ist ungefähr gleich lang ist an beiden Seiten. Und dann nehmen wir das Spanngummi und ziehen das auch ganz einfach. Einmal so durch, so dass es sich dann so verhakt. Und auf der anderen Seite dasselbe nochmal. So sollte es aussehen. Hier die Spannteile, hier das Schnürsenkelband. Und so sieht es von der Rückseite aus. Als nächstes brauchen wir die beiden Kugeln und zwei Federchen. Am besten ihr nehmt die Kugeln und steckt sie so auf eure Schnürsenkel auf. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr die Federn unten reinstecken. Fertig! Jetzt macht ihr euren Federschmuck. Nehmt dafür die Federn und steckt sie durch diese kleinen Öffnungen in dem Filzstreifen durch. Jetzt ist euer Federschmuck fertig. Um ihn aufzusetzen, nehmt einfach das Gummiband und zieht es so über den Kopf. Ja, die Federn ein bisschen zurechtdrücken. Jetzt seid ihr richtige Indianer und könnt auf Bisonjagd gehen. Von daher viel Spaß beim Nachbasteln und uhuhu.